Was habe ich noch gemacht? Hier diese Gitter. Die habe ich einfach nur ein bisschen mittig ausgerichtet, ja. Hä, aber warum habe ich denn jetzt... Warum steht denn das hier über? Das heißt, ich müsste ja hier unten auch irgendwie einen Überstand haben. Gefallen hat und dieser Baum geht mir einfach nur auf den Piss, Mann. Ey, ich sehe einfach nichts. Ei, gute und willkommen zurück zu Enshrouded. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und auch heute wird wieder der Hammer geschwungen. Ja, in der gestrigen Folge haben wir endlich angefangen, gemeinsam die Base zu bauen. Das Herzensprojekt, auf das ich schon so lange gewartet habe. Ich habe offscreen noch ein bisschen Krempel zusammengefarmt, um quasi die heutige Folge vorzubereiten, sodass wir die zweite Etage hochziehen können. Da habe ich auch schon ein Stück weit angefangen. Ich denke, das werden wir heute noch fertig kriegen, den zweiten Teil. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere ganzen Companeros hier rüberholen und ja, vielleicht auch die Werkbänke schon umziehen und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge zu tun. Ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert, weil ich hatte ja dieses Fenster gebaut, habe versucht, da die Gitter reinzusetzen. Das habe ich mittlerweile hingekriegt. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und diese Innenecken, das hat mir ja auch nicht so gefallen. Da habe ich mir auch was einfallen lassen. Ihr könnt euch das gleich gerne mal anschauen. Ist jetzt auch kein Hexenberg, sage ich euch von vornherein. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Da stehen wir auch schon bereit und ihr seht es ja selber hier schon, da habe ich gestern noch ein bisschen rumprobiert, ja, so ein bisschen mit den einzelnen Blöcken rumexperimentiert. Das macht auch eigentlich ganz viel Spaß, ja, mit diesen einzelnen, das finde ich fast sogar noch, das ist dann eher so der kreativere Teil, wo du dann wirklich sehr, sehr, ja, feine Dinge einfach rausarbeiten kannst. So, was ich gemeint habe, waren hier diese inneren Ecken, ja, die haben mir überhaupt nicht gefallen, weil du einfach hier diesen riesen Luftschlitz hast, ja. Ja, kann man so lassen, dann ist aber Kacke, sage ich euch gleich. Und ich fand es jetzt auch nicht so prall, die einfach hier so mit den normalen Steinen hochzuziehen, war auch nicht so das Ding. Deswegen habe ich mir hier nochmal die Kupferteile genommen. Und ihr seht es ja selber, da habe ich nochmal die Böden rundherum gezogen. Die wollte ich ja noch bis zu den Ausgängen hinziehen, das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich habe angefangen, hier diese Lücken auszufüllen mit eben diesen Kupferteilen. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn man die Dinger hier noch mit draufsetzt. Ja, ja, kann man machen. Da könnte man dann, weiß ich nicht, irgendwie noch Leuchten draufsetzen oder sowas. Naja, na, nee, gefällt mir nicht so. Ja, keine Ahnung, müssen wir eben gucken. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich den aus diesem veredelten Steinblock den letzten oben hinsetze. Dann hast du quasi nochmal wie so ein tragendes Element. Und genau, das werde ich dann auch so hochziehen. Mir gefällt es ganz gut. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung hinterlassen, wie ihr das machen würdet. Also mir persönlich gefällt das so. Ich mag das. Aber es muss ja auch nicht jedem gefallen. So, was habe ich noch gemacht? Hier diese Gitter. Die habe ich einfach nur ein bisschen mittig ausgerichtet, ja. Ihr seht es ja hier selber. Die haben halt auch eine verschiedene, die sind halt verschieden, seht ihr es ja selber. In der Mitte habt ihr quasi, also ihr seht es ja selber, das Ding besteht aus 5 Elementen und in der Mitte fehlt der Bogen. Und den habe ich dann einfach mittig hingesetzt. Das funktioniert wunderbar. Ja, und dann kann man die anderen nämlich so drüber positionieren. Auch immer mittig ausgerichtet. Hier dieses Runde, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, das hat hier nicht funktioniert. Da hätte ich dann, glaube ich, noch irgendwas anderes machen müssen. Ist aber egal, es funktioniert so und ich finde, es sieht nicht schlecht aus, ja. Könnt ihr natürlich auch mit den anderen Zaunelementen machen, wie ihr halt wollt. Das ist völlig euch überlassen, ja. So, dann habe ich jetzt noch einmal mal so sporadisch eine Treppe hier hingestellt. Keine Ahnung, ob das nachher so bleiben wird. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder mit einer Treppe oder aber mit diesen Zug- und Greifankern, wobei das ist dann immer so ein Ding so, naja, kann man machen. Oder aber einfach in jede Etage einen Flammenaltar machen. Nee, natürlich nicht, ja, aber dass du dann irgendwie so von A nach B porten kannst. Ich werde wahrscheinlich ganz oben noch einen hinsetzen, einen Flammenaltar, und dann muss ich mal ausprobieren, ob ich die überhaupt separieren kann voneinander oder irgendwie separiert ansteuern kann. Ja, das weiß ich auch noch nicht, das werden wir dann aber später rausfinden. So, Etage Nummer 2. Hier war ich dann auch schon mal so schlau und habe angefangen, das Gerüst hier einfach mal innen drumherum zu ziehen, sodass ich mich dann auch dementsprechend hier bewegen kann, weil das war gestern, war das schon echt eine Frickelarbeit. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, aber es gehört dann einfach dazu. So. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die zweite Etage genauso hoch mache wie die erste. Tendenziell eher nein. Also ich würde jetzt quasi nur noch eine Reihe hier draufziehen, Dach drauf, und dann wird die nächste Etage draufkommen und die wird aber so ein bisschen nach innen gerückt sein, sodass du halt, ja, wie soll ich sagen, dass der Turm so ein bisschen spitz zuläuft, sage ich mal so. Ja,
ich habe da so ein paar Dinge im Kopf. Das werden wir dann aber sehen, wie das funktioniert. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. So, wir werden jetzt erstmal anfangen, das Ding hier fertig zu bauen. So, und ach, das ist manchmal auch ein Kreuz. Ja, manchmal snappen sie, manchmal nicht. Oder das heißt, manchmal snappen sie, manchmal nicht. Die snappen eigentlich immer, aber nicht so, wie sie sollen. Ja, und hier haben wir nämlich schon den Käse. Hier ist nämlich schon wieder irgendwas schiefgelaufen. Das geht mir auf den Sack. So, am besten machen wir die Snap-Punkte aus. Und dann knallt man erstmal wieder runter. Ach, ist immer der gleiche Käse. So. Das ist manchmal mit diesen, also wenn du diese Snap-Points ausstellst und die dann richtig auszurichten, ich weiß, man kann auch noch mit Q die noch im Einzelnen hier dann so nach vorne und nach hinten ausrichten, aber das ist manchmal, ich weiß nicht, das hängt glaube ich auch vom Blickwinkel ab, wie man da drauf guckt. Ich finde das nicht so wirklich selbsterklärend. Also da würde ich mir wünschen, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, das ein bisschen hübscher zu machen. So. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier faul. Normalerweise dürfte das gar nicht so sein. Nee, es geht komplett runter. Da hängt nur ein Stück vom Dings durch. Vom Gerüst. Das, was ihr da unten seht in der Ecke. Hä, aber warum habe ich denn jetzt... Warum habe ich denn... Warum steht denn das hier über? Das heißt, ich müsste ja hier unten auch irgendwie einen Überstand haben. Merkwürdig, merkwürdig. Naja, dann müssen wir sie halt einzeln wieder abtragen. So. Fusch am Bau. So wird's gemacht. So. Nein. Du sollst mal hier hoch. Nein. Du sollst da hoch. Aber irgendwie stimmt das doch hier auch nicht. Irgendwie. Hä? Also irgendwas ist hier schief gelaufen. Ich weiß aber nicht genau was. Es ist mir ein Rätsel gerade. Aber okay. Vielleicht sehe ich es nachher beim Schneiden nochmal. Aber aktuell kann ich mir das nicht erklären, warum das jetzt so Banane aussieht. So wollte ich das haben, genau. Ah, ich hätte die Nähe ja dran bauen sollen, ne? Dann halt eben so. So, das passt aber, genau. Ach ja, Leute, ich sag's euch, das ist manchmal gar nicht so einfach hier mit der Bauerei. Wobei es eigentlich schon einfach ist, aber dann hackt's einfach hin und wieder mal und du weißt eigentlich gar nicht genau, wo es hängt. Wo es klemmt, wo es drückt, aber irgendwo drückt's halt.
Aber das ist ja irgendwie das Geile an diesem Voxelsystem. Ja, du kannst das irgendwie dann sehr granular einfach wieder ausmerzen und es fällt gar nicht auf. Wo du dann zum Beispiel bei Valheim irgendwelche Überlappungen hatte, hättest bei der Engine, ja, hast du das hier einfach mit? Ja, das finde ich schon sehr geil gemacht. Hier kannst du viel mehr pfuschen. Ah, vor allem kannst du auch ständig runterfallen. Leute, ey, ohne Scheiß, zum Bauen, für einen Kreativmodus oder so, ey, so ein Flugmodus, den würde ich ja brutal feiern, ne? Weil das ist echt sackgängig. Bin auch gerade kurz am Überlegen gewesen, ob ich hier nicht einen Cut mache. Nee, aber dann seht ihr auch mal, dass es hier auch einfach Probleme gibt, ne? Die man dann versuchen muss, irgendwie zu lösen. Und dass das nicht immer alles so. Naja, mache hier halt, spam hier halt eine Taste und knall da die Bauelemente hin und gut ist, ja? Nee, nee, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ich sehe schon kommen. Nachher ist dann irgendwas, wo ich feststelle, Scheiße, da hast du dich um einen vertan und musst alles wieder abreißen, alles neu machen. Würde mich jetzt nicht wundern. Nein, du sollst nicht. Ey, dass der bei jeder Kackleiter meint, er müsste da runtergehen. Ey, das ist so nervig. Bleib doch mal ruhig. So. Wenn ihr den gestrigen Stream übrigens verpasst haben solltet, da haben wir nämlich gestern drüber gesprochen, was wir in der Zukunft machen werden im Enshrouded Stream, im Multiplayer. Sorry, wenn ich euch jetzt gerade nicht dabei angucke, während ich das erzähle. Aber, ne, das ist nix. Aber wir werden auch da bauen. Und da haben wir uns was ganz Nettes ausgedacht. Schon wieder runter, ich. Mein Gott, ey, wie oft eigentlich noch? Wir werden von Herr der Ringe aus dem zweiten Teil Helms Klamm werden wir nachbauen. Und haben wir gestern schon einen Bauplatz gesucht, der uns richtig gut gefallen hat. Und dieser Baum geht mir einfach nur auf den Piss, Mann. Ey, ich sehe einfach nichts. So. Ach ey, ich hätte vorher mal den Scheiß hier aufstellen sollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, der muss jetzt sterben. Jetzt gibt's Baumsterben. Wenn mir so brutal auf den Sender geht, weg damit. Genau, wir werden Helms Klamm nachbauen. Das werden wir dann auch in Zukunft im Livestream machen. Da werden wir nächste Woche Mittwoch loslegen. Das kann ich soweit schon mal anteasern. Wenn ihr also dabei sein wollt, wir haben eine ziemlich coole Stelle gefunden, wo man das realisieren kann. Wir sind jetzt aktuell in der Planung, wie wir das Ganze bauen. Und da sind auch schon die Mitspieler sind da schon fleißig am Überlegen und am Ausbaldowern, wie wir das Ganze darstellen. Es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten und ich bin mal gespannt, da werden wir genauso auf solche Probleme treffen, dass hier auf einmal irgendwas nicht mehr so passt, wie es eigentlich hätte passen sollen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das nachher aussehen wird und ob wir da im Ansatz nur hinkommen. Und wieder runter. Ey, es ist so nervig. Es ist einfach. Normalerweise müsste man es machen, wie in Valheim, sich überall so Bretter direkt an die Wand zimmern, dass du dann da hinkommst. Also echt. Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Und ja. Würde mich mal interessieren, ob ihr da vielleicht auch Interesse habt, mit dran, zumindest als Zuschauer dran teilzunehmen oder auch mit Rat und Tat. Seid ihr auch herzlich so eingeladen? Dürft ihr auch gerne mal auf den Discord kommen bei mir. Link findet ihr unten in der Infobox. Wir suchen dann nämlich noch so ein, zwei Baumeister und auch noch ein bisschen Leute, die supporten, also sprich die Farm, ja, die jetzt nicht unbedingt Bock haben zu bauen, aber zumindest Bock haben, das ganze Projekt mit zu unterstützen. Wie gesagt, kommt bei mir auf den Discord, da habt ihr die Möglichkeit, da mit mir in Kontakt zu treten.
So, jetzt werden wir erst noch mal einen Boden bauen. Einen Boden. So. Mich hatte gestern übrigens auch einer der Zuschauer gefragt, so wie du das gebaut hast, gibt es da keine Statik? Nee. Hier gibt es keine Statik. Das heißt, ihr könnt. Ihr seid das einzige, die Limitierung ist einfach der Rahmen. So. Die einzige Limitierung ist tatsächlich der Bereich von eurem Flammenaltar. Aber ansonsten könnt ihr hier komplett eskalieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Dieses Spiel verzeiht einfach so viel Baugeraffel, ne? Aber Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas habe ich hier richtig verkackt. Irgendwo ist der Wurm drin. Und ich finde gerade nicht raus, wo. Ja, dann tut's halt weh. Dann springt doch auch nicht da runter oder daneben, Mann. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mir dieses Gefusche nachher noch auf die Füße fällt, ne? So, jetzt muss ich aber gerade mal von hier unten gucken. So, das war schon da drüben. War das schon einer zu weit? Ihr seht es, weil da die Kante viel weiter nach vorne steht, als es hier tut. Ja, die Tücke liegt im Detail, aber wie gesagt, ich werde das jetzt hier nicht skippen, ja, damit ihr dann auch einfach mal mitbekommt, was es für Probleme gibt dabei und welche Fallstricke und wo man dann hin und wieder auch mal drauf aufpassen muss. Also wie gesagt, es ist nicht, es funktioniert super, aber es ist auch nicht alles so eitel Sonnenschein. Das muss ich ja gerade mal leider so sagen. So. So, und jetzt dürfte es da auch wieder passen. Jetzt einfach den Snap-Modus wieder angemacht. Da seht ihr, und irgendwie passt es hier schon nicht mehr. Ah. Das ist mir jetzt aber Latte, denn wir machen hier das Dach einfach zu. So. Wahrscheinlich ist es, weil ich irgendwie eine Kombi aus Snap hatte und dann habe den Snap-Punkte wieder ausgeschaltet. Dann kann es natürlich sein, dass das mal irgendwie klemmt. Würde ich jetzt mal so vermuten. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. So. Und schon sieht es wieder schick aus. Es geht doch. Man muss nur wissen, wie man fuscht. Ich habe gestern übrigens mitbekommen, und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt, es gab gestern eine Meldung von Keen, ja, also entweder über X oder welche Plattform auch immer,
irgendwie Social Media, dass die gerade einen Bauwettbewerb ausgerufen haben, nachdem oder wo man richtig viel Asche gewinnen kann. Also ist, glaube ich, ein Gesamtwert von 30.000, von 30.000 Euro, die die da ausloben. Also das ist schon enorm. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber es ist natürlich Marketing hoch 10. Und zwar habt ihr Zeit, ich glaube, bis zum 7. März eure Kreation einzureichen. Ja? Also wir haben auch kurz überlegt, da mitzumachen. Aber wir haben ja noch nicht mal angefangen. Und ich glaube nicht, dass es dieses Helms-Klamm-Projekt, dass du das innerhalb von, weiß ich nicht, von einer Woche komplett weg oder umgesetzt hast. Das wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Aber falls ihr irgendwie größere Projekte schon umgesetzt habt und meint, Mensch, das wäre auf jeden Fall mal, das sollten die sich auf jeden Fall mal anschauen, dann kommt auch da gerne nochmal bei mir auf dem Discord und guckt da im Bereich von Enshrouded, da gibt es extra einen Kanal für, da sind die Infos alle hinterlegt, da könnt ihr reinschauen oder ihr guckt halt irgendwo anders nach, ja, gibt ja auch andere Möglichkeiten. So. So, was hat der Simbel vergessen? Loch zu lassen. So. Egal, wir hüpfen einfach hier runter. Genau. Finde ich eigentlich ganz nice, das so zu machen. Und jetzt werden wir aber mal eben zurück in unsere Base-Nudeln. Und werden mal die Jungs rüberholen, dass wir hier ein bisschen Leben drin haben. Dazu brauche ich ja einfach nur den Beschwörungsstab mitzunehmen, wenn ich nur wüsste, wo ich den hingelegt habe. Da geht es nämlich schon wieder los. Wo ist mein Beschwörungsstab? Na, 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 na. Sich alles noch umziehen. Die ganzen Kisten müssen mit. Eieieiei. Ich könnte rein theoretisch auch neu bauen. Oh, Entschuldigung. Aber nein. Muss ja hier irgendwo sein. Oh, hier haben wir noch Gerüst. Können wir mitnehmen? Oh nee, wo ist denn dieser Kackstab jetzt? Mann, habe ich den oben in die Kiste geschmissen? Das ist, wenn man so viele Kisten hat, Leute, ich sag's euch. Nee. Nee, da habe ich schon reingeguckt. Immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Nein, auch da nicht. Ey, Ordnung und ich, ne? Zwei Welten und so. Wo zum fucking Geier ist mein Beschwörungsstab? Ach, der liegt doch bestimmt schon drüben. Den habe ich doch bestimmt schon drüben, Mensch. Und da in die Kiste gepackt. Ich würde was drauf wetten. Komm, wir nehmen mal das Bett mit. Oh, Elend. Ich sag's euch. Wie nervig. Und wie hohl. So, wetten, wetten? Ja, na klar. Natürlich. Hier ist er doch. Ah, ätzend. So, stellen wir erstmal das Bettchen auf, dass wir hier was zum Knacken haben und die Nächte skippen können. So.
Stellen Sie einfach mal schön in Reihe und Glied hierher. Ist ja erstmal Rille. So, jetzt haben wir sie auf jeden Fall erstmal alle hier. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir die wenigstens auch auf jeden Fall hier am Platz. So eine Runde pennen gehen. So, schön auf der Baustelle leben. Ah, jetzt kräht der Hahn. Ich wollte eigentlich hier ein Loch in die Decke kloppen. So. Dass wir hier eine Treppe runtersetzen können. Genau, dass wir hier nämlich den nächsten Aufgang haben und hier dann auch die nächste reinziehen können. Und hier würde ich jetzt zum Beispiel, ich will es euch gerade nur kurz zeigen, das werden wir heute allerdings nicht mehr schaffen. Hier würde ich... Da müssen wir nur mal den richtigen Punkt finden. Vielleicht sowas in der Richtung hier machen. Ja, wisst ihr, dass man das dann immer so nach innen gerückt hat? So, damit er sich so ein bisschen verjüngt, ja. Und dann kann man dann hier irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie sowas in der Richtung von Balkon, so eine Brüstung außenrum. Also ihr wisst schon, was ich meine. Sowas in der Richtung einfach machen. Und ich verstehe das nicht. Guckt mal, das ist mir... Okay, da hätte ich jetzt noch eins rübergehen müssen. Ja, genau, das ist der eine, der da fehlt. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann würde es ja eigentlich so passen. Ja. Ja. Also es gibt auf jeden Fall noch eine Menge zu tun und hier werden wir dann die nächsten Etagen hochziehen. Ich werde das versuchen, offscreen schon mal ein bisschen vorzubereiten, dass wir vielleicht schon ein Stück weiter hoch sind. Und dann legen wir da auf jeden Fall, oder beziehungsweise machen wir in der nächsten Folge weiter. Denn für heute sind wir eigentlich durch. Genau, denn... Wir sind am Ende, ja, also es war heute halt mal wieder nur gebastelt, aber das gehört halt auch einfach dazu und wie gesagt, ihr seht ja selber, auf was für Probleme hier manchmal stößt, mit denen man erstmal klarkommen muss und ich bin immer noch davon überzeugt, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, einen klitzekleinen Fehler, der mir wahrscheinlich noch auf die Füße fallen wird. Ich bin mal gespannt, wie gnädig dieses Spiel da sein wird. Und wir werden es auf jeden Fall über kurz oder lang rausfinden. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen bedanken. Würde mich auch freuen, wenn ihr hier wieder fleißig Kommentare drunter setzt, wie ihr das findet. Und ich bin immer offen für Ideen und immer offen für konstruktive Kritik. Entweder hier oder aber bei mir auf dem Discord. Da einfach mal drauf schauen und vielleicht kommen wir da in eine Diskussion, die nachher auch wertschöpfend ist. Sagen wir es mal so. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschö, bitte.